Das ist mein Zuhause. Erst verlor ich mein Auto, dann mein Haus und plötzlich fand ich mich auf der Straße wieder. Das ist jetzt 15 Jahre her. Einfach nur ein Lächeln, das kann so wunderbar sein. Man muss mir keine Dollars oder Cents geben. Ich möchte einfach nur angelächelt und als Mensch gesehen werden. Das reicht mir. Ihr glaubt ja nicht, wie viele Leute so tun, als würden sie telefonieren, nur um mich nicht ansehen zu müssen. Sie wenden eine ungeheure Energie dafür auf. Ich kann dir jetzt nicht zulächeln. Ich muss eine wichtige SMS an meinen Steuerberater schreiben. Runter von der Straße, in eine eigene Wohnung. Das scheint für William oder Scott unerreichbar. Wir sind in Los Angeles. Überall bauen und modernisieren sie. Die Mieten steigen und steigen. Die Stadt weiß nicht wohin mit all ihren Obdachlosen. Sie nimmt sie fest oder jagt sie fort. Doch sie werden jeden Tag mehr. Eine Lösung muss her. Die kalifornischen Behörden setzen jetzt auf ein neues Konzept. Entwickelt hat es dieser Psychologe. Samson Barris revolutioniert mit seiner Methode den Kampf gegen die Obdachlosigkeit. Seine Lösung klingt erstaunlich einfach. Ein Obdach für die Obdachlosen. Viele Leute denken, warum sollte man diesen Menschen Wohnungen geben, während wir selbst so hart für unsere eigene arbeiten müssen? Dabei zahlen wir mit unseren Steuern schon längst für die Obdachlosen. Wir finanzieren die Polizeieinsätze und ihre Krankenhausaufenthalte. Wohnungen für sie würden uns aber letztendlich weniger kosten als die vielen Krankenhaus- und Gefängnisaufenthalte. Seine Methode ist das völlige Gegenteil der bisherigen Praxis. Eine Wohnung gab es erst, wenn die Obdachlosen ihr Drogen- oder Alkoholproblem im Griff hatten. Nun besorgt man ihnen erst eine Bleibe und geht dann ihre Sucht an. Das Elend ist groß, die Hilfe bitter nötig. Sozialarbeiter setzen das neue Modell in die Tat um. Anthony Ruffin ist einer von ihnen. Er kümmert sich um die Härtefälle, denen man bislang nicht zu helfen wusste. Heute will er eine Frau treffen, die er seit einem Monat betreut. Sie ist nicht da. Sie ist paranoid und nicht gerne unter Menschen. Deshalb geht sie auch nicht in die Notunterkünfte. Habt ihr sie heute Morgen gesehen oder gestern? So this is her home. Hier wohnt sie seit 19 Jahren schon. This is our main spot for the last 19 years. It's a little cave right here in the bushes. Die Hecke formt ein Blätterdach, deshalb hat sie sich diesen Platz ausgesucht. Wenn es regnet, stellt sie sich darunter. Wenn wir sie dieses Jahr nicht von der Straße kriegen, wird sie dort wohl sterben. Anthony arbeitet für die Organisation Housing Works. Eine der ersten, die das Konzept Priorität Wohnung umsetzte. Ihre 30 Mitarbeiter sind für etwa 500 Obdachlose da, helfen ihnen, eine Wohnung zu finden und vor allem, sie auch zu behalten. Diese Menschen leben seit einer Ewigkeit auf der Straße, seit 10, 20, 30, teilweise sogar 40 Jahren. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sie uns vertrauen, wenn wir ihnen sagen, wir wollen euch eine Wohnung besorgen. Das nehmen sie uns nicht ab. Wir müssen beharrlich sein und immer wieder kommen.
Anthony Ruffin und Rudy Salinas sind ein Team. Sie wechseln sich ab, sind rund um die Uhr für ihre Schützlinge da. I met him 2 days ago, Anthony. Die beiden sind es gewohnt, von zerstörten Existenzen zu hören. Aber die Geschichte von Scott Robinson haut selbst sie noch um. Ich musste alles aufgeben in New York. Ich lebte mit meiner Freundin zusammen, flog für meine One-Man-Shows durchs ganze Land. Mein letztes Engagement brachte mir $6,500 in 2 Tagen ein. Alles lief super. Vision Warrior is a theatrical lecture presentation on substance abuse. Ein Typ, der mein Video sah, fragte mich: Mensch, Scott, was ist bloß passiert? Du hattest so ein tolles Leben. Ich antwortete: Was zum Teufel denkst du eigentlich? Ich lebe immer noch. Glaubst du, ich hätte untätig herumgesessen? Ich habe hart gekämpft, Junge. Scott erzählt, wie er alles stehen und liegen ließ, um 2 Jahre lang seine krebskranke Mutter zu pflegen. Und wie er dann wegen Depressionen auf der Straße landete. Da wurde mir bewusst, dass mein Auto mein Zuhause geworden war. Als er alles verloren hatte und in einem Parkhaus schlief, wurde er von einem Auto überrollt, das ihn nicht gesehen hatte. Ein Rad fuhr über meinen Knöchel, das andere hier drüber. Ein Geländewagen, 2 Tonnen schwer. Das war der größte Schmerz meines Lebens. Ich bin da, um dich in allem zu unterstützen, was du vorhast. Danke, mein Bruder. Ganz in der Nähe, noch am selben Tag, lernen Anthony und Rudy ein Paar kennen, das seit 10 Jahren auf diesem brachliegenden Gelände lebt. Wie alt bist du? 40 Jahre. Du siehst jünger aus. Sie erfahren, dass Michelle bei den US-Truppen in Deutschland stationiert war. Als ehemalige Soldatin hätte sie schon längst eine Wohnung erhalten sollen durch das Programm Housing First. Es hat sich zum Ziel gesetzt, obdachlose Veteranen von der Straße zu holen. Aber Michelle traut niemandem mehr. Die meisten Leute, die uns aufsuchen, fragen nur ein paar Infos ab und sagen, wendet euch an XY. Dann vergessen sie uns wieder. Wir sind denen völlig egal. Verstehe. Mit uns Leuten von der Straße muss man Geduld haben. 80% der Obdachlosen dröhnen sich mit irgendetwas zu. Das muss einem klar sein, wenn man sich auf sie einlässt. Sie ziehen nicht alleine ein, sie bringen immer auch ihre Sucht mit in die Wohnung. Wir geben auch Drogen- und Alkoholabhängigen eine Chance. Solange sie ihre Miete zahlen und gute Nachbarn sind, ist alles gut. Genau, verschont die Menschen mit euren Problemen. Es tut gut, Leute zu treffen, die uns wirklich helfen wollen. Viele sind der Ansicht, drogensüchtigen Obdachlosen stünde keine Wohnung zu, bevor sie nicht clean sind. Sie würden es nicht verdienen, aber dieses Denken ist völlig unlogisch. Drogensucht ist ein Gesundheitsproblem, kein Verbrechen. Als erstes brauchen sie also ein Zuhause und sobald sie dann stabil genug sind, können sie ihre Sucht in Angriff nehmen. An diesem Morgen holt Rudy Scott ab, um seinen Ausweis ersetzen zu lassen, der ihm geklaut wurde. I know, I could have parked you like 2 miles away. I'm gonna go in this lane with the carpet right now. Eine Stunde später ist Scott kein Mann ohne Identität mehr. Das ist dein vorläufiger Ausweis. Sobald du eine Wohnung hast, bekommst du richtige Papiere mit deiner neuen Adresse. Der wird uns alle nötigen Türen öffnen. Das wäre geschafft, Kumpel. Jetzt habe ich eine schicke Frisur, was? Ja, sehr schick. Du siehst aus wie Omar Sharif. Möchtest du ihm ähnlich sehen? Oder lieber jemand anderem? Wenn überhaupt, dann meinen Vater. Scott wirkt glücklich. Trotzdem versäumt er am folgenden Tag einen wichtigen Termin. Anthony lässt sich nicht entmutigen und sucht nach ihm. Überrascht bin ich nicht. Scott lebt auf der Straße. Er muss sich irgendwie durchschlagen. Er hatte wohl Wichtigeres zu tun. Vielleicht ist er beim Betteln.
Die Leute versäumen oft ihre Termine, aber das ist nicht schlimm. Es ist mein Job, dann wieder auf sie zuzugehen und dafür zu sorgen, dass sie den nächsten einhalten. Auch Rudy kennt dieses Problem. Heute fährt er zu William, ohne zu wissen, ob er ihn überhaupt antreffen wird. Manchmal ist er da, manchmal nicht. Wir haben heute einen sehr wichtigen Arzttermin, deshalb hoffe ich, dass er da sein wird. Denn es war nicht einfach, diesen Termin zu bekommen. Steig hinten ein und schnall dich an. Was hast du heute noch vor? Nichts. Dann hast du ja Zeit. Sie haben einen Termin in einer Klinik in Skid Row. Skid Row ist ein Elendsviertel, ein Ghetto der Armen mitten in der Stadt. Einige Stunden später verlassen sie die Klinik wieder. Es gibt schlechte Nachrichten. Rudy muss versuchen, den Schock abzufedern. Wie fühlst du dich? Es geht. Schlechte Nachrichten, aber geht schon. Ja, du hast gerade erfahren, dass du Hepatitis C hast. Wie geht's dir damit? Das wühlt mich ziemlich auf. Es ist wirklich schlimm. Falls du die Medikamente nicht verträgst, sagst du mir Bescheid, okay? Klar. Okay. Ich bin 50 Jahre alt und immer noch fit. Ja, Hepatitis C ist das Einzige, das nicht stimmt. Okay. Für jeden Obdachlosen müssen Anthony und Rudy einen Bürokratiemarathon absolvieren, der Monate dauern kann. Anthony ist ganz nah dran, eine Wohnung für Thomas zu ergattern, der seit 14 Jahren auf dem Hollywood Boulevard lebt. Aber seine Gesundheit macht ihm Sorgen. Wie geht's, Mr. Kometz? Meine Allergien bringen mich noch um. Was hast du gegen Notunterkünfte? Ah, da gibt's zu viele Diebe. Warst du mal beim Psychiater? Ja, vor 11 Jahren mal. Vor 11 Jahren. Und, was hat er gesagt? Depression und Schizophrenie. Weder für sich selbst, noch für andere eine Gefahr. Ist das da drüben ein Freund von dir? Ja, ich kenne ihn. Du kennst ihn? Ist er schon lange obdachlos? Wahrscheinlich schon. Sieht jedenfalls so aus. Ja. Yeah, he had a lot going on right there. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Oh, keine Ahnung. Okay, dann bis Dienstag. Pass auf dich auf, Kumpel. Er hat vermutlich die Krätze. Ich muss ihn unbedingt zum Duschen fahren, denn ich kann es absolut nicht gebrauchen, dass er sich vor dem Vermieter kratzt. Rudy besucht erneut Michelle und Michael. Sie haben Vertrauen gefasst. Was macht ihr nächsten Monat? Wir wollen heiraten. Wow, du siehst toll aus. You look absolutely wonderful. Michelle und Michael sind psychiatrisch schwer vorbelastet. Rudy weiß, dass sie wahrscheinlich noch jahrelang Hilfe brauchen werden. Come on in and grab a seat. Yeah. Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag verpflichten sie sich zu einer verbindlichen Zusammenarbeit mit dem Verein Housing Works. Oh,
Dann lasst uns mal Klartext reden. Anthony, ich und das ganze Team von Housing Works haben vor, euch eine Wohnung zu besorgen. Aber dabei soll es nicht bleiben. Wir möchten euch auch danach noch begleiten und ein Teil eures Lebens sein, wenn ihr das zulasst. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr nie wieder in einem Zelt schlafen müsst. Ist das okay für euch? Großartig. Ja. Und was erwartet ihr von uns? Ehrlichkeit. Manchmal, wenn wir jemanden so gut wie von der Straße haben, schaue ich aus dem Fenster und sehe einen Menschen, dem es genauso ergeht wie demjenigen, dem ich gerade helfe. Auf jeden, den wir von der Straße holen, kommen 10 bis 20 weitere, die keine Wohnung haben. Das kann sehr entmutigend sein, aber wir müssen einfach mit voller Kraft weitermachen. Wir wissen, dass wir das richtige Rezept haben. Heute ist ein großer Tag für Thomas. Er besichtigt heute die Wohnung, die er beziehen könnte, wenn der Vermieter einverstanden ist. Wie war das Duschen? Viel zu kalt. Ich musste erst mal rausfinden, wie das ganze Ding funktioniert. Ich wollte warmes Wasser, aber es kam nur kaltes. Die Wohnung liegt in diesem Haus auf dem Hollywood Boulevard in Thomas' Wunschviertel. Der soziale Wohnungsbau wurde seit der Reagan-Jahre stark vernachlässigt. Deshalb sind sie auf wohlwollende Vermieter angewiesen. Doch die sind rar gesät. Die Aussicht ist fantastisch. Man kann die Hollywood-Hügel sehen. Oh, wow. Nice. Oh, wow. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Mein Gott. Wow! Wow, was für ein Ausblick. Freie Sicht auf den Schriftzug. Echt schön hier, oder, Thomas? Ja, es gefällt mir. Es gefällt dir? Ja, sehr. Hoffentlich darf ich hier einziehen. Das kriegen wir schon hin. Endlich ein Ort, der mir gefällt. Glückwunsch. 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 Danke. Danke, dass du dir helfen lässt. Vielen Dank. Anthony hat mit einer Stiftung für Bedürftige gesprochen, die 3/4 der Miete übernehmen würde. Von den 1.100 Dollar Miete bliebe für Thomas ein Anteil von 250 Dollar, den er von seiner 900 Dollar Invalidenrente bestreiten könnte. Der Vermieter scheint einverstanden. Hat er eine Handynummer? Nein, er hat kein Handy. Also dann melde ich mich bei Ihnen. Wenn er sich hier wohlfühlt, nehme ich ihn gerne als Mieter und heiße ihn hier willkommen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Doch wie wird Thomas alleine in seiner Wohnung zurechtkommen? Wie wird er wieder in ein normales Leben finden, nach 14 Jahren auf der Straße? Die Wohnung ist nur der erste Schritt. Danach brauchen Sie psychologische und medizinische Unterstützung und Hilfe, um den Alltag zu bewältigen. Wenn Sie jemanden von der Straße in eine Wohnung stecken und dann sich selbst überlassen, dann geht das nicht lange gut. Die Leute fliegen dann ganz schnell wieder raus. 85% der ehemaligen Obdachlosen schaffen es, ihre Wohnung zu halten. Einer von ihnen macht Anthony Sorgen, ein Künstler, der 30 Jahre auf der Straße lebte. Er hat Herzprobleme und Diabetes. Manchmal komme ich einen Monat dreimal pro Woche wieder, bis er mir aufmacht. Das kann schnell zum Problem werden. Verlierst du nie die Geduld? Ich darf die Geduld nicht verlieren. Wenn ich sie fallen lasse, dann verlieren sie ihre Wohnung und landen wieder auf der Straße.
Und das würden sie wahrscheinlich nicht überleben. Morgen, wie geht's? Morgen, wie geht's dir? Hast du geschlafen? Ja. Gut. Nimmst du deine Medikamente? Du musst mich anrufen und reinlassen, damit wir über die Arztbesuche sprechen können. Du gehst nicht gern zum Arzt, oder? Nur wenn es sein muss. Hab was Besseres zu tun. Die Arztbesuche sind bloß 4 Stunden pro Monat. Du verstehst meine Weltsicht nicht. Deine Weltsicht? Du bist doch mal kein Künstler, du bist ein Sozialarbeiter. Da hast du recht, ich bin kein Künstler. Ich bin vielleicht nicht ganz leicht zu verstehen. Einfach zu exzentrisch für dich. Ich will dich nicht herabsetzen, aber wir Künstler bewegen uns nun mal in ganz anderen Sphären als ihr Normalos. Ja, verstehe ich vollkommen. Ich ticke nun mal anders. Okay, alles klar. Du tickst anders. Aber du musst begreifen, dass ich meinen Job zu machen habe. Was ist mein Job? Dich um meine Gesundheit zu kümmern. Warum lässt du mich dann nicht meine Arbeit machen? Ich komme 3-mal die Woche vorbei, klopfe an deine Tür und du lässt mich nicht rein. Und jetzt, wo ich einmal da bin, sagst du mir, dass du keine Lust auf Arztbesuche hast. Ich habe meine Kunst, meine Inspiration. Ich will einen Song schreiben. Du willst deine Diabetes in den Griff kriegen, indem du Kunst machst? In gewisser Weise ja. Das Vertrauensverhältnis, das wir zu unseren Schützlingen aufbauen, ist das Fundament unserer Arbeit. Wenn sie in Schwierigkeiten geraten, lassen sie uns das wissen und arbeiten mit uns zusammen. So können wir rechtzeitig eingreifen und sicherstellen, dass sie ihre Wohnung behalten. Wir sind wie eine Familie für diese Menschen. Housing First funktioniert also hervorragend, aber es mangelt an Wohnungen. Auch an Notunterkünften mangelt es. Deshalb verbringen viele Obdachlose die Winternächte in Kirchen. Dort finden sie Wärme und Sicherheit, wie Michael und Michelle. Meine beste Freundin hat im Bus einer Frau erzählt, dass sie mir beim Brautkleid nähen helfen will. Einen Tag später hat diese Frau uns das hier geschenkt. Michael möchte an dem Tag heiraten, an dem wir in unsere Wohnung ziehen. Die Geschichte von Michelle und Michael wird wohl ein gutes Ende nehmen. Doch viele der jungen Menschen, Frauen und Familien in dieser Kirche sind von diesem Hilfsprogramm ausgeschlossen, weil sie noch nicht lange genug auf der Straße leben. Samson Barris hofft, dass sein Modell eines Tages allen Obdachlosen offenstehen wird. Das Problem der Obdachlosigkeit ist lösbar. Wir wissen, wie es geht. Doch bei der Ausweitung unseres Projekts stoßen wir noch auf Widerstand, weil die Leute nicht verstehen, dass wir damit kein Geld verlieren, sondern sparen. Viele sind immer noch der Meinung, dass man sich den Weg aus der Armut verdienen muss. Da wird ein moralisches Urteil gefällt. Ich denke, das Ganze ist eine Frage von Prioritäten. Denn Obdachlose gehen nicht wählen. Sie haben fast niemanden, der sich für sie einsetzt. Of advocacy.